Ein kleines Weilchen ist es ja jetzt schon her. Naja, es ist auch alles eine Frage der Perspektive. Man könnte auch sagen, bald ist es wieder soweit. Aber die Weihnachtszeit, die liegt schon ein bisschen zurück. Die Creepy Lavagna Ghost 15 hat sich letztens mal die Zeit genommen und ein wundervolles Best-of für mich zusammengeschnitten. Respekt schon mal an dieser Stelle an Sie. Ist ein wundervolles Best-of daraus geworden. Das möchte ich euch heute mal präsentieren hier auf meinem Kanal. Schaut gerne auch bei ihr mal vorbei. Sie macht nicht viel, sie macht nicht viele Videos, also ist ihr erstes Video. Ja, viel zu finden ist da noch nicht, aber dieses wundervolle Best-of und vielleicht auch in Zukunft das ein oder andere Best-of mehr. Ja, ich würde sagen, schauen wir es uns mal an, was die liebe Creepy dort für mich entworfen hat. Für die Kinder von J.R.R. Tolkien war der Weihnachtsmann nicht nur deshalb so besonders wichtig und aufregend, weil er ihnen Heiligabend immer die Strümpfe mit Gaben füllte. Er schrieb ihnen auch jedes Jahr einen Brief. Darin erzählte er ihnen mit Worten und Bildern von seinem Haus und seinen Freunden und von all den lustigen oder aufregenden Dingen, die sich am Nordpol ereigneten. Haus Nordpol am 22. Dezember 1920. Lieber John, du hast deinen Vater gefragt, was ich für einer bin und wo ich wohne. Also habe ich mich und mein Haus gemalt, extra für dich. Pass auf die Bilder gut auf. Zurzeit bin ich mit einem Sack voller Spielzeug nach Oxford unterwegs. Und auch für dich ist etwas dabei. Da sind wir im Ligusterweg. Spielt der Scheiß auf dem unteren Bildschirm? Nee, ist klar. Sehr pixelige Spielgrafik hier. Ja, das war damals so üblich in Lego-Spielen. Viel ordentlicher war die Grafik gar nicht. Ja, das war so schlecht. Augenkrebs. Ja. Schön retro, schön alt, schön. Wie man es kennt. Jetzt habe ich für ihn gehustet. Diese Szene fand ich als Kind immer wahnsinnig lustig, als ich das zum ersten Mal gespielt habe. Wann habe ich das zum ersten Mal gespielt? Mit 12? Ja, der Lego-Humor. Und er zeichnet dort sein Haus. Der muss mir irgendwie hinters Regal gefallen sein. Der Sega! So ordentlich bescheiden. Und der Endsprint hier, der Enddreher. Ja. Super, 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 super. Und wir stehen bleiben, nicht stolpern. Oh, stolpert. Dauernd besiegt. Spitze. Hey, was machst So. denn du hier? Ich mache ein kleines Adventskalender-Türchen für meinen YouTube-Adventskalender 2017.
Ich sag dir ganz kurz mal was zu den vier Bildern, die wir uns jetzt anschauen wollen. Brech mal auf. Brech mal auf. Sehr schön. Ja, und genau gegenüber von der Kathedrale sind wir am Roncalli-Haus. Ja. Gehen wir da mal rein. In der Kapelle oben ist schön warm. Der Engel begegnet uns überall in der Weihnachtszeit. Überall flattern die Engel rum. Da, wo Engel auftauchen, sehr gutes Symbol, das heißt, kann sich auch jeder, ja, sieht jeder drin. Kann sich, ich glaube, die meisten von euch haben, wenn auch nicht ihr selber, aber dann zumindest bei euch zu Hause, spätestens da, wo ihr Oma oder Opa aufsucht, findet ihr die Engel in den Wohnungen stehen. Und das hat, warum stellen sich Leute Engel auf? Weil sie vielleicht gerade in dieser Zeit etwas davon spüren wollen, was ihren Alltag, gerade in den Wintermonaten, wo es grau und trüb ist, durchbricht, wo etwas mehr Licht in den Alltag, ins Leben einbrechen soll, wo etwas mehr Himmel anbrechen soll unter den Menschen. Da, wo Engel auftauchen, erzählen sie etwas vom Himmel. Christen würden sagen, erzählen sie etwas von Gott. Letztlich, die kommen, genau das Gegenstück zum König, die Verstoßenen, die Armen, die am Rande der Gesellschaft sind, denen sagen, denen es nicht so königlich geht, denen es nicht so fürstlich, ja, passiert. Genau, sie sagen, du bist für die Kleinen gekommen. So, eine Flagge. Spitze an einem Schwerer zu Ohr. Ah. Wie soll ich mir das vorstellen? Eine Büste. Ach, das war der Softdrink. Das ist schön. Wir wollen ja nicht von mir gerammt werden. Mir wird schwindelig. Boah, gut, dass die stehen bleiben. Alter. Störung ist echt am Arsch. So, und hier sollen wir es hinbringen? Oder? Nein, das ist das falsche Bild. Das ist. Wir müssen woanders hin mit diesem Symbol hier. Ah, Weihnachten ist auch die Zeit des Schenkens und des Geschenke, des Geschenkebekommens. Und ja, hier habe ich so eine wunderschöne Weihnachtsmütze. Darunter befinden sich drei schöne kleine Sachen, die ich da gleich mal aus dem Hut zaubern werde, also aus der Mütze. Kann man schon ein bisschen hören, es raschelt so ein bisschen. Genug für heute, ich wünsche euch alles Liebe. Nur noch einen Strumpf muss ich dieses Jahr befüllen. Ich hoffe, euer neues Haus gefällt euch und auch die anderen Sachen, die ich euch bringe, euer alter Weihnachtsmann. Ich will dazu noch nicht viel sagen. Kommen wir schnell zur letzten Frage, damit das andere Ganze hier jetzt mal ein Ende nimmt. Wir nehmen schon ewig lange auf. Es tut mir leid, aber einmal muss es so sein. Es sind einfach auch wichtige Fragen. Ich hoffe, sie interessieren euch auch, die Fragen und die Antworten. Wir sind gleich fertig. Letzte Frage ist Frage 18. Kommst du 2018 zur Gamescom in Köln? Die Frage lautet eigentlich aus Prinzip aus nein, weil
ich kein großer Fan der Gamescom bin, weil, ja, zu voll, zu laut, zu stressig. Und Menschen, ja, ich bin kein Fan von Menschenmassen und Trubel und, ja, es ist, ich bin ein Gamer, ich bin Let's Player, ich bin froh, in meiner Bude zu hocken und im Dunkeln da mein Let's Plays aufzunehmen und da irgendwo in vollen Hallen rumzulaufen und da den ganzen Tag gestresst zu werden. Nein, danke, eigentlich nicht. Wie schon gesagt, ich wiederhole mich nur, Pokémon Sounds sind generell sehr, 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 sehr schön. Ja, vor allem Pokémon Mystery Dungeon, Erkundungsteam Himmel, einfach himmlisch, ein kleines Wortspiel an dieser Stelle. Ende der Welt, Nordpol, Weihnachten 1930, erst am Heiligabend, dem 24. Dezember, zu Ende geschrieben. Ihr seht, oder ihr hört, ein neuer Brief vom Weihnachtsmann aus dem Buch Briefe vom Weihnachtsmann von J.R.R. Tolkien. Hoffentlich machen euch eure Strümpfe dieses Jahr Freude. Ich habe versucht, das aufzutreiben, was ihr euch gewünscht habt. Allerdings waren die Lager im ziemlichen Durcheinander. Ihr müsst nämlich wissen, der Polarbär war lange krank. Zuerst hatte er Keuchhusten. Da konnte ich ihn beim Sortieren und Packen, das ja schon im November beginnt, nicht mithelfen lassen. Denn es wäre doch schrecklich, wenn sich eines von meinen Kindern mit dem Polarkeuchhusten ansteckten und dann am zweiten Weihnachtstag wie ein Bär bellen würde. Ein passendes Lied rausgesucht. Das Grab ist leer, der Held erwacht. Das ist doch ein gutes Weihnachtslied. Können wir doch gleich mal nehmen. Dann schneiden wir uns jeweils zwei Seiten pro Engel aus dem Gesangsbuch heraus. Mit einer schönen Schere hier. Mit eurer Lieblingsschere könnt ihr dann aus dem Gesangs- oder Gotteslob euch zwei Lieblingsseiten rausschneiden. Man braucht zwei Seiten, eines für den Unterkörper und eines für den Oberkörper des Engels. Man fällt als allererstes hier die erste Seite des Gotteslobes zu einem Fächer, zu einer Ziehharmonika, könnte man auch sagen, hier immer hin und her und knicke oben nach gewünschter Länge den Ende zu einem Knöchelchen hier so, damit ein Ende des Rockes entsteht. Dann ich frage, bevor man sich ein Buch zur Weihnachtszeit ausleiht, indem man einen Engel basteln kann. So. Ja, bis zum morgigen Video. Morgen geht es dann weiter mit einem weiteren Adventskalender-Türchen mit dem Zwergenfürst. Heute möchte ich euch eine kleine Geschichte vorlesen, die ich mir selbst ausgedacht habe, die ich selbst geschrieben habe. Hier mit diesem schönen Hintergrund, das ich selbst zusammengestellt habe. Sieht ein bisschen gefährlich aus, ist es auch. Ich hoffe, es brennt nichts an. Ja. Die Geschichte heißt Grumpfell, der Eiself. Es war einmal vor nicht allzu langer Zeit in einem kleinen Dorf in den Eishügeln des Polarlandes ein grüner Eiself,
Sein kleines Hütchen lag am Fuße eines der größten Eiswopfen. So nannten die Eiselfen die für sie gigantisch wirkenden Hügel des Polarlandes. Ist schon ein bisschen zäh, aber ich guck mal, ich knete mal ein bisschen. Und mal ein bisschen was raus. Das sieht lecker aus. Ja. Da fehlt doch bestimmt noch was. Da fehlt doch deutlich noch was, das hier. Fehlt doch irgendwie noch Teig oder sowas. Das ist doch noch kein Teig. Da fehlt. Hier will jemand Resteteig? Let's fail. Dann räume ich mal hier auf und stelle den Ofen aus. Zwergi backt, muss nicht immer unbedingt gelingen. Hier habe ich es. Das Dokument, das bisher unter Verschluss gehalten wurde. Als kleines Geschenk zum Weihnachtsfest zum 24. Dezember werde ich euch jetzt ein, zwei Kapitel daraus vortragen. Und das Vorwort, das liest sowieso nie jemand, ist eher sinnloses Gelaber von mir. Naja, sinnlos nicht, aber na, das würde jetzt zu viel Zeit in Anspruch nehmen und ja, meine Predigten müsst ihr euch nicht anhören. Beginnen wir, glaube ich, mal mit dem Prolog. Das ist so ziemlich der Anfang von dem Roman. Jetzt noch eine Gedichtsammlung. Vielleicht kann ich da auch noch ein kleines Gedichtchen draus vortragen. Vielleicht ist das auch noch was Schönes zum Advent, hier zum Ende des Advents, was ich mir da so an Lyrik ausgedacht habe. Da habe ich auch mal Gedichte geschrieben. Ja. Kaffeezeit, liegst du am Morgen müd im Bett, vor Unruhe kaum geruht. Denkst, wenn ich doch mehr Ruhe hätte, wäre der Morgen für mich gut. Ist fast ein Lied. Ich überlege gerade, kann man das singen? Das klingt so ein bisschen, hat so den Rhythmus von einem Lied. Liegst du am Morgen müd im Bett, vor Unruhe kaum geruht. Denkst, wenn ich doch mehr Ruhe hätte, wäre der Morgen für mich gut. Genau. Wach macht der Kaffee mit Kuchen und Baiser. Beliebt, befreit von Müdigkeit, bringt Wohlsein und Gemütlichkeit. Das flutscht doch, das kann man doch deutlich mal singen. Vielleicht öffnet mal jemand eine Melodie dazu und kann das mal singen. Mal als Fanart mal einsenden. Das wär's, das mal gesungen. Ein halbwegs gelungener Ersatz für meine Backstube. Mein Backstubenvideo, und da ist das auch nur halb so schlimm, dass ich im Backen verkackt habe und auch im Sprechen gerade verkackt habe. War's dann mit dem Adventskalender 2017. Ich hoffe, er hat euch gefallen. Verabschiede ich mich hiermit und verabschiede den Adventskalender. Im nächsten Jahr hoffentlich ein neuer Adventskalender 2018. Mal sehen, was kommt. Ich bin optimistisch, was das angeht. Na dann. Das nächste Adventskalendertürchen kommt erst in einem Jahr. Haut dran. Bis morgen. Man sieht sich. Ciao, ciao. In der Weihnachtsbäckerei gibt's manche Kleckerei. Zwischen Mehl und Milch macht so mancher Knirsch eine riesengroße Kleckerei in der Weihnachtsbäckerei. Ja, nicer, nicer, kann ich da nur sagen. Lasst auf jeden Fall ein Abo bei ihr da und gerne auch bei mir. Ja, ein Däumchen wäre ein Träumchen. Dafür, dass das ihr erstes Video war, das stellt ja schon mein erstes Video stark in den Schatten. Das als erstes Video, Respekt geht raus. Ja, vergesst auf keinen Fall bei ihr vorbeizuschauen.
ist verlinkt in der Videobeschreibung. Videobeschreibung lesen lohnt sich. Ja, dann habt auch noch einen angenehmen 40 Tag. Gehabt euch wohl und haut darin.